Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte heute ein paar Impulse für eine schöne Morgenroutine geben und in ein paar Tagen kommt dann ein Video mit Impulsen für eine Abendroutine. Ich möchte aber kurz, bevor ich damit beginne, in diesem Video nochmal so ein bisschen darauf eingehen, wie man denn dranbleiben kann, wenn man sich solche Routinen schafft. Also als erstes ist es ganz wichtig zu verstehen, Punkt Nummer 1, so eine Routine muss keine Stunde dauern, sondern es können 10 oder 15 Minuten sein und sich dessen auch bewusst zu sein, hey, die 15 Minuten, die hat jeder von uns. Dann muss das Ganze nicht täglich stattfinden. Du kannst super gut starten, indem du sagst, einmal pro Woche 15 Minuten und dann mache ich XY. Und wenn du merkst, dass es dir gut tut und dass du diese Zeit erübrigen kannst, dann machst du zweimal pro Woche, dreimal pro Woche, viermal pro Woche draus, so wie das für dich passt. Also es gibt ja niemanden, der dir sagt, du musst aber fünfmal pro Woche 30 Minuten. Es liegt ja allein bei dir. Und das Schöne ist, wenn du dir diese Auszeiten schenkst, wenn du dir diese Routinen schaffst, die sind alle Kraftspenden, die geben dir alle Energie. Und dann hast du auch mehr Energie, um mehrere Tage und über einen längeren Zeitraum dann dir diese Auszeiten zu nehmen und dir Zeit zu nehmen für deine Morgen- oder Abendroutine. Erstmal da so ein bisschen den Druck rauszunehmen. Dann brauchst du natürlich auch eine gewisse Zeit, um solche Routinen zu etablieren. Also brech auch da nichts übers Knie, wenn du jetzt gerade gar nichts machst. Dann setz dir nicht als Ziel, fünfmal die Woche für eine Stunde Yoga zu machen. Ich glaube, das ist ziemlich unrealistisch und es muss ja auch nicht sein. Also stecke dir das Ziel klein, geh in kleinen Schritten, so bleibst du auch motiviert. Jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Weil sobald ich anfange, mich hinzusetzen und ein Video zu drehen, rennt die Katze um mich rum. Was hilft dir noch, um motiviert zu bleiben? Natürlich auch ein Grund. Also warum möchtest du das machen? Warum möchtest du diese oder jene Routine für dich etablieren? Was soll dir das bringen? Was steckt für dich dahinter? Ist es, mehr Energie zu haben für deine Kinder? Geduldiger und ruhiger zu sein? Einfach entspannter zu sein, einfach ein bisschen mehr zu dir zu kommen. All das sind sehr stärkende Gründe. Und wenn du dann irgendwann mal den Faden verlierst, irgendwann aus Gründen, weil der Alltag plötzlich einbricht, mit deinen Routinen aufhörst, dann erinnere ich dich wieder daran, warum du im ersten Schritt damit angefangen hast oder warum du im ersten Schritt gerne Routinen für dich etablieren möchtest. Und ja, es ist vollkommen normal, wenn die Routinen plötzlich einbrechen und dann erstmal vielleicht 2-3 Wochen gar nichts passiert, weil eigentlich einfach im Alltag etwas Unvorhergesehenes passiert ist. Das ist okay, das passiert jedem von uns. Wichtig ist nur, dann wieder neu anzusetzen, die Routinen gegebenenfalls neu zu gestalten und weiterzumachen. Man sagt so ein bisschen, dass unser Kopf mindestens 21 Tage braucht, um eine neue Routine zu integrieren. Also ich habe ja damals mit der Meditation angefangen, dass ich 30 Tage lang jeden Tag immer zur selben Zeit am selben Ort für 10 bis 15 Minuten meditiert habe und das hat für mich richtig gut geklappt. Also da diese Häufigkeit einfach zu haben. Aber macht es ganz individuell, diese Routinen, das soll was Schönes sein, was voller Leichtigkeit und Freude ist und nicht noch zusätzlich Druck und Stress macht und eine Erwartungshaltung auch einfach eröffnet. Das soll es halt nicht sein. Es soll dir gut tun, aber dich nicht noch zusätzlich stressen. Und weil mir diese YouTube-Videos gut tun sollen und mich nicht stressen sollen, trinke ich jetzt erstmal was. Und dann starten wir damit, was vielleicht mögliche Morgenroutinen wären. Ich persönlich bin kein Morgenroutine-Mensch. Also jedenfalls nicht gleich ganz früh morgens kurz nach dem Aufwachen. Weil ich einfach nicht der Typ dafür bin. Aber vielleicht bist du der Typ dafür. Und dann kann ich dir zum Beispiel sehr empfehlen, den Tag damit zu starten, noch die Augen geschlossen zu halten und zu überlegen, wie würde heute der perfekte Tag ablaufen. Also nicht in dieses Denkmuster, was steht heute alles an, was kann heute alles schiefgehen, welche dämlichen To-Dos habe ich heute, die ich eigentlich nicht machen möchte, sondern erstmal zu überlegen, wie kann der Tag heute am perfektesten ablaufen? Was kann heute alles Schönes, Tolles passieren? Da hat man gleich so eine ganz andere Schwingung und eine ganz andere Haltung und eine ganz, ganz andere, ein ganz, ganz anderer Start in den Tag ist das einfach. Dann kann man auch wunderbar morgens mit einer kurzen Meditation starten. 10 Minuten. 10 Minuten Yoga machen, sich 10 Minuten Affirmationen anhören. Das sind richtig tolle Sachen.
Bei mir, wenn man es so eine vergleichbare Morgenroutine, die startet bei mir tatsächlich erst, wenn die Kinder im Kindergarten sind. Dann gehe ich nämlich immer so 30 Minuten spazieren. Währenddessen höre ich mir einen Podcast an. Und wenn ich die Zeit habe und dann wieder zu Hause bin, dann mache ich gerne nochmal so 10, 15 Minuten Yoga, einfach so zum Stretchen, um so von der Nacht das alles abzuschütteln. Mache auch da gerne nochmal so eine 10- bis 15-minütige Meditation und mache auch sehr, sehr gerne EFT. Einfach um da auch das Lower zu aktivieren und mich einfach positiv auf den Tag einzustimmen. Zu meiner Morgenroutine gehören aber auch definitiv ätherische Öle. Ich habe dahin gezeigt, weil da mein Diffuser steht. Also morgens gleich mal was Belebendes da reinknallen. Wilde Orange, auch sehr geil die Kombination wilde Orange und Pfefferminz oder Motivate. Irgendwas, was gleich so die Sinne belebt und gute Laune macht. Vielleicht kann auch Musik oder Tanzen Teil deiner Morgenroutine sein. Wichtig ist bei solchen Sachen immer zu schauen, was nährt mich, was stärkt mich, was macht mir Spaß, wobei empfinde ich Freude und diese Dinge dann einfach zu tun. Und das muss, wie gesagt, keine Stunde sein. Es können 5 bis 10 Minuten sein, so wie das für dich passt. Also erstell gerne mal eine Liste von Dingen, die du dir vorstellen könntest, morgens zu tun und dann probier es halt einfach aus. Starte mit einer Sache. Einmal in der Woche probierst du morgens zu meditieren. Und dann in der nächsten Woche probierst du es vielleicht mal mit Yoga. Dann mal vielleicht mit Meditation und Yoga. Also ganz leicht, mach das spielerisch. Probier einfach so ein bisschen für dich aus, was für dich passen kann, was dir vor allen Dingen Freude bereitet. Ich hoffe, da waren einige Inspirationen für dich dabei. Wichtig ist mir dieser Impuls, mach es aus Freude, um dir was Gutes zu tun, nicht um noch ein weiteres To-Do auf deiner Liste zu haben. Schreib mir super gerne in den Kommentaren, ob du eine Morgenroutine hast und wenn ja, wie die aussieht. Und dann bekommen wir anderen vielleicht noch ein paar Impulse, was wir gerne morgens einfach mal ausprobieren wollen. Ich danke dir fürs Zusehen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir jetzt gerne einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!